jingle bells swing and jingle bells ring. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Ja, meine Damen und Herren, es ist Finaltag. Der letzte Tag, der große Final Table steht und wir haben natürlich unseren, für den wir mitfiebern hier, Marius Pospich. Das Schöne ist, auch die Welt ist nicht untergegangen. Das ist ja in dem Moment jetzt hier wahrscheinlich besonders wichtig. Ich habe da eh nicht dran geglaubt, muss ich sagen, insofern. Ja. Jetzt ist ein großer Tag gekommen. Das Outfit, wer hat das ausgewählt? Hast du das selber entschieden? Das habe ich im Sommer gekauft, im Lacoste Shop, das in Vegas zu tragen. So ein bisschen die deutschen Fahnen hochzuhalten bei der WSOP. Ja, ist leider in Vegas nicht gelaufen, aber das Shirt habe ich getragen. So, jetzt siehst du das hier. Man hat hier wirklich alles aufgebaut und du siehst auch schon, dass deine Konkurrenten jetzt langsam hier schon Platz einnehmen. Wie fühlt sich das an, Marius? Ja, ist ein tolles Gefühl. Erster Final Table. Das freut mich. Das freut dich, ja? Ja, klar, natürlich. Wie gehen wir an die Sache ran? Tisch beobachten, Spieler beobachten, Plays der Spieler beobachten und dann reagieren darauf. Aber du bist gut drauf und was sagt dir dein eigenes Gefühl? Ich bin gut drauf, ja. Also wie ich gestern schon gesagt habe, Tobi Luz, zwei Links von mir mit mehr als doppelt so vielen Chips wie ich, wird nicht leicht. Das kann auch theoretisch schnell passieren, dass ich raus bin, weil ich jetzt nicht kneifen werde gegen ihn, nur um 1.000 Euro mehr zu cashen. Aber ich werde versuchen, die Chips gut reinzukriegen und damit ich jetzt mindestens Platz 3 mache. Wir können davon ausgehen, du spielst hier auf Sieg, ja? Ja, natürlich. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Ich will diese schöne Trophäe haben, ne, die du mir gestern schon gezeigt hast. Sieht toll aus, die wird sich ja ganz gut machen, ja. Ich muss ehrlich sagen, Marius, ich habe selten so ein Gefühl gehabt wie heute und ich glaube, das läuft halt alles rund. Du startest als Zweiter in Chips. Ja, das ist schon mal gut und du hast mir auch schon gesagt, dass du am Anfang des Turnieres ein gutes Gefühl hattest und bisher stimmte das ja. Ich hoffe, dein Gefühl bewahrheitet sich bis zum Schluss. Wir werden sehen. Jetzt stellen wir euch erstmal Marius Pospichs Konkurrenz vor. And now the most important thing, congratulations for the last remaining 8 players. I will now introduce one player one by one, starting with seat number 1. Anderson Wong, welcome. One of the team focus as pro team. He will start with 380,000 chips. He's 24 years old, coming from Belgium. Welcome, Christoph de Malta. Just left three months to my tour. I'm very happy to welcome a local player. He's ready 64, he's coming from Salzburg, Austria, so living close to here. He will start 202,000 chips. Give a nice hand for Mr. Hans Hoffmann! On seat number 3, the player found his way from Croatia. He's 41 years old, he has 647,000 chips. Welcome all together, Sascha Zaya! And the next player is a very well-known player from Germany. He will see on his t-shirt that he's really from Germany. He qualified for the stars and he will start the final table with 803,000 chips. 74 years old, welcome, Marius Pospier! Player from Belgium. He's 44 years old. He has won 40,000 chips. He was qualified at Poker Stars. Welcome, Jean-François Prudhomme. The next player is by the professional medical player. As he told me, he learned skiing during this week. It was the first time. So I hope you'll get a better poker player than skier. But he has 1,753,000 chips. 23 years old from London, UK. Welcome, Toby Doyle. The next name is a very well-known player in the Austrian soccer. He's the same name like the Austrian teacher, the soccer team. And he's 40 years old, coming from Switzerland.
270.000 Chips runter. Marcel Völler. Good luck to the players at Final Table, and for our players, and have a nice day, and Merry Christmas and Happy New Year 2013. Thank you. Ja, herzlich willkommen im PokerStars Snowfest Studio. An meiner Seite einen der bekanntesten Superstars in der Szene, Dominik Nietzsche, Bracelet-Gewinner und heute auch unser Experte. Hallo Dominik, freue mich sehr, dich zu sehen. Hallo Jens, freut mich, dass ich hier mitmachen darf. Ich hoffe, wir sehen einige spannende Hände und ja, mal schauen, was ich dazu zu sagen habe. Ja, wir sehen auf jeden Fall die ersten Platzierungen, denn einige der Bustouts stehen schon fest, so wie hier Hans Hoffmann, der Erste, der gehen musste, und so ist es dann passiert. Ja, so wie der Action war, anscheinend hat er einen Race gecallt von Toby Lewis mit 9-3 Offsuit. Er hatte nur 5 Big Blind und stellt dann direkt auf den Flop rein, der 9 hoch ist. Ich finde den Pre-Flop-Call von ihm ehrlich gesagt nicht gut. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, da mit 9-3 Offsuit dann noch mit dem Stack zu callen. Es ist in der Regel ein Fehler und hier auf dem River sieht man dann, dass Toby ziemlich viel Glück hat mit dem König. Andererseits muss man auch bedenken, dass 9-3 Offsuit niemals in der Hand sein sollte, Pre-Flop. Und Toby muss natürlich callen, weil er das Mittelpair getroffen hat. Und ja, da hat er halt Pech gehabt, aber er sollte halt gar nicht in der Hand sein, wie gesagt. Ja, aber du musst das auch so sehen, Hans Hofmann, der macht das, der ist ja kein professioneller Spieler, 6.400 Euro im normalen Leben Hausmeister, kann man schon sagen, also weit gekommen. Sehr gut und weit gekommen, herzlichen Glückwunsch an Hans. An dieser Stelle, ich weiß jetzt nicht, hat er sich qualifiziert, oder? Das wissen wir nicht. Wissen wir das? Anscheinend nicht, ja. Auf jeden Fall 6.000 Euro, schöne Summe Geld. 6.400 Euro, da kannst du schon einiges mitmachen. Für dich wäre es jetzt nicht so viel. Doch, auch. 6.000 Euro ist eine Menge Geld. Machen wir weiter. Machen wir weiter mit Platz Nummer 7, Jean-François Prudhomme. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war ja mehr oder weniger standardmäßig, was hier gelaufen ist. Ja, von dem, was ich gehört habe, war Jean-François in dieser Hand irgendwie nur 11 Big Blind Deep. Und ja, wir sehen hier Asse für De Mulder und Könige für Jean-François. Einfach nur ein cooler, muss man nicht sonderlich viel zu sagen. Schade. Und Jean-François wird Siebter für 8.000 Euro. Ja, aber das ist doch trotzdem auch nicht schlecht. Kennst du Jean-François? Noch nie von ihm gehört, nein. Aber De Mulder kenne ich ganz gut. Was hältst du von De Mulder? Er ist ein sehr guter Spieler. Ich spiele des Öfteren mit ihm online. Er spielt Zoom 500 auf PokerStars. Das spielen wir so öfter mal gehen. Er spielt ein paar Turniere hier und da. Ja, und auch auf den EPTs habe ich den schon getroffen. Ist ein sehr guter Spieler. Was ist mit seinem Bruder? Sein Bruder? Ich verwechsel die beiden manchmal. Das ist das Problem. Es sind halt Zwillinge, aber sind beide sehr gute Spieler. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn man die mal verwechselt. Ja, gut, jedenfalls konnten die Asse halten. Kein König auf dem Flop, kein König auf dem Turn und auf dem River nicht. Kommen wir zu Platz 6. Tibor Nagy-Gorgi. Ne, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich habe schon in den letzten Tagen Probleme damit gehabt. Und den kennst du auch selber. Ja, das stimmt. Mit Tibor habe ich zum ersten Mal in Österreich bei einer Cup gespielt. Und damals meinte er so zu mir, dass das sein erstes Turnier wäre, was er jemals gespielt hat. Und ja, er hat auch so gespielt, als wäre es sein erstes Turnier. Aber er ist gefinaltabled. Ich glaube, er ist am Ende Dritter geworden oder sowas. Und von daher, Tibor scheint ein Talent zu sein. Er hat jedes Mal Chips, er kommt immer weit nach vorne. Und ja, er spielt auf jeden Fall einen sehr unkonventionellen Spielstil, der anscheinend erfolgreich ist. Und ja, jedenfalls sehen wir hier, wie er hier gebastelt wurde. Ja, das sah so aus, als könnte er da nicht viel machen. Ich meine, er war halt den ganzen Tag short und dann kriegt man halt das damit. Es geht halt rein, wahrscheinlich mit den Stacks, und gegen Damen hat er dann leider das Nachsehen. Sechster Platz und 10.000 Euro für ihn. Die Platzierungen stehen bis jetzt fest. Marius Pospich ist noch mit dabei. Ja, gucken wir uns jetzt die Marius Pospich-Hand an. Wir gucken uns die Marius Pospich-Hand an, und zwar erzählt er uns selbst, was da passiert ist in der ersten Pause. Ja, Marius Pospich erzählt den Medienleuten gerade noch, wie viel sein aktueller Stack ist. Komm rüber, Mensch, wo willst du hin? Wo will er hin? Komm mal hier vor dir. Komm, ist doch keine, wir machen doch keine Probe, ist doch alles live, Marius. So hat sich das Blatt gewendet. Guck mal, vom zweiten Chips nach ganz, ganz weit oben. Was ist bis jetzt im ersten Level gelaufen hier? Ja, ich habe das vorausgesehen. Das hat sich schon abgespielt in den ersten
40 Minuten, dass es zwischen mir und Tobi Lewis knallen wird. Also ja, ich habe öfter geraced, er hat gedreibettet, ich habe gevierbettet, dann wieder das Gleiche. War eine Frage der Zeit und ich wollte jetzt nicht auf 2000 Euro mehr spielen, also habe ich dann vom Button sein No-Limit als Dame bezahlt. Ja, das war die große Probe von ihm, da hat er dich mal ein bisschen auf die Probe gestellt. Erzähl ja, mal genau die Action, die da abgelaufen ist. Ich race mal wieder, er dreibettet mal wieder, ich vierbette zum zweiten oder dritten Mal, er schiebt rein, er denkt vielleicht, ich folde, weil ich hier irgendwie ein paar Stufen weiterkommen will. Und er dachte, nein, ist ein netter Kerl, so ist das nicht gemeint, super Spieler. Also ich meine halt nur, ich dachte halt wirklich, dass er denkt, ich folde hier auch noch jede Menge Asse und vielleicht sogar alles bis, vielleicht sogar Neuner, weiß nicht was, sowas in der Art hat er, glaube ich, gedacht. Ja, und ich habe dann gedacht, ich probiere zu gewinnen, also call ich das. Ich dachte, er hat entweder ein kleines Pair oder pusht jedes Ass, vielleicht sogar Queen King, solche Geschichten. Also ich bin vorne oder Flip. Und dann gingen die Karten auf, ne? Was dachtest du dir dann, Menschenskind? Ich dachte erst mal, ja, 2 Millionen Chips, Flip, ist ein Riesending. Und dann kam direkt das Ass und der Dennis hinter mir jubelt schon. Ich so, Dennis, bleib mal locker. Turn River kann ja noch die 2 kommen. Aber ich habe dann weggeguckt, kam nichts mehr. Kam nichts mehr, Mensch. Und der Dennis jubelt, der hat nämlich auch 1%, so wie ich. Ja, genau. Marius, es läuft wie nach Plan. Ich habe es gestern vorausgesagt. So wird das, lass dich drücken. Komm, lass dich wieder drücken. Hat gestern schon Glück gebracht, ja? Hat. Mensch, ja, Mensch. Ja, gerade habe ich leider 200.000 gegen ihn verblufft. Kleiner Rückschritt von 2,2 Millionen auf ungefähr 2 Millionen. Aber wenn ich gar nicht gegen ihn bluffen würde, dann würde er denken, ich hab's immer, das geht dann auch nicht. Mach ihn nicht wieder stark. Du bist hier die Number One an diesem Tisch gerade im Moment. Der hat auch wieder 1 Million oder so. Also ist nicht gegessen, aber ich gebe alles. Marius, vielen lieben Dank. 6 Spieler noch mit dabei. Wir sind gleich zurück. 5. Ja, 5, Entschuldigung. Wir sind gleich zurück mit den nächsten Bustouts. Okay, ciao. Ciao. Ich spiele hier, weil es rund um die Uhr Action gibt. Ich spiele hier, weil ich mich hier ausleben kann. Weil ihr Können entscheidet. Weil ich einfach nie genug kriege. Weil es die größte Pokerseite der Welt ist. Ich an das Spiel glaube. Spiel kostenlos auf pokerstars.de. Ja, da sind wir wieder. Marius Pospich natürlich emotional geladen, aber das warst du sicherlich auch, als du dein Bracelet gewonnen hast damals. Selbstverständlich, ja. Ich meine, es ist ein riesiger Moment für ihn da zu verdoppeln mit den gegen die Zweien. Ist halt, es geht um so viel Geld hier und gegen den stärksten Spieler am Tisch für quasi alle Chips. Ne? Ja. Und es ist halt wunderbar. Es freut mich für ihn. Wir schauen mal, wer Fünfter geworden ist. Das ist nämlich Christoph de Mulder. Ja, er pusht relativ short seine letzten Chips rein mit König 2 suited, glaube ich, und wird von Ass 9 gecallt und das Board bringt einfach keine Hilfe. Das war Marius, der mit Ass 9 gecallt hat und ja, Ass 9 hält. Ja, Ass 9 hält. Wir sehen jetzt auch das Board. Ein bisschen gespoilert, aber wir wussten ja eh schon, dass jemand rausfliegt, ne? Ja, aber es wäre noch einiges möglich gewesen, so nach dem Flop. Ja, König oder eine 3, aber ja, kommt halt nicht. Marius runnt heute einfach viel zu gut. Ja, und Christoph de Mulder ist raus, wie wir hier sehen können. Kriegt aber 12.200 Euro für seine Leistung bei diesem PokerStars.de Snowfest. Und wir kommen auch direkt zu Platz Nummer 4, Marcel Koller. Ja, Marcel Koller kennt man natürlich, ne? Sehr also sollte eigentlich schon bekannt sein. Hier hat er jetzt leider mit Ass-4 All-In gestellt und wurde von Tobi Lewis gecallt, der mit Ass-Dame aufwacht und am Board direkt die Dame und damit ist die Hand dann auch jetzt schon quasi erledigt. Sehr schöner Cash für Marcel, der damit 14.600 Euro mitnimmt. Erinnerst du dich noch damals an Marcel Koller in Berlin? Ja, natürlich, klar. Und beim Snowfest dann auch, das war ja eine sehr beeindruckende Performance da, zweimal direkt nacheinander deep zu gehen und jetzt wieder. Kommt wieder.
und kriegt 14.600 Euro. Die nimmt er mit in die Schweiz. Und dann musste noch einer raus, bis wir im Heads-Up waren. Und das war eigentlich der größte Favorit hier an diesem Final Table. Ja, muss man so sagen. Ohne Frage. Toby Lewis, definitiv der Favorit. Ja, dann gab es eine Hand. Da hat Toby Lewis dann wirklich den Großteil seiner Chips verloren. Ne? Ja, das ist richtig. Man sieht hier schon, Toby guckt nicht zufrieden. Ich meine, man sieht es hier eindeutig. Er rennt in Asse. Und gleich sehen wir auch seine Hand. Ja. Zwei Könige. Ist ein klassisches Setup, kann man eigentlich überhaupt nichts machen. Aber vielleicht kommt ja noch ein König. Ja, ich denke es ehrlich gesagt nicht. Ja, er kam halt nicht an und dann ging das Elend weiter. Ja, das stimmt. Ja, ein paar Hände später war es nämlich dann vorbei für Toby Lewis. Das ist richtig. Wieder werden Toby in dieser Hand die Könige zum Verhängnis, denn er rennt mit König 4 direkt in die Könige von Marius. Da hat er halt noch weniger Chancen als vorher und man muss jetzt kein Hellseher sein, um zu sagen, Toby Lewis, Turnier ist jetzt gleich gelaufen. Es geht ins Heads-Up, Marius Pospisil gegen Sascha Zayer, beziehungsweise Alexander Zayer, nennt sich aber Sascha, weiß man auch nicht genau warum. Und wie das ausgeht, aber natürlich noch zu sagen, Toby Lewis hat 17.830 Euro gekriegt. Das ist auch kein schlechter Cash für Toby. Auch wenn er normalerweise Größeres gewöhnt ist, wie man so den Toby Lewis so kennt halt. CPT-Sieger, B-Coup-Sieger. Und dann waren wir im Heads-Up. Das Größte für Marius Pospisil überhaupt. Und wie das ausgegangen ist, das sehen wir jetzt. Das sehen wir jetzt. Ja, viel Spaß. Call. All in und call. Möglicherweise die entscheidende Hand. Ich habe Dominik Nietzsche hier. Ass König gegen Ass Bube. Klar dominiert. Auch gut, gut, Marius. Ja, wir sind hier. Ihr seht's. Ass König gegen Ass Bube. Und Marius stockt der Atem. Jetzt. Ja, Marius. So Marius dominates und Sascha. King Ball. Und wir sehen einen Flop. 2, 6, 8. Zweimal Kreuz. Das ist im Moment das einzig Beunruhigende bei diesem Board. Ja, was soll ich sagen? Noch eine 2. Ja, Splitboard wäre auch nicht so gut. Hast du ihn covered? Haben wir covered? Und wir sind in den River. Wollen wir covern? Ja! Ja! Dominik Nietzsche hat das Snowfest gewonnen! Jetzt drehen sie alle durch. Dominik, du hast gepackt. Lecker. Dominik Nietzsche, ich hab's vorausgesagt, gewinnt das PokerStars.de Snowfest. Und jetzt ist er durch den Wind. Marius Pospisil natürlich. Scheiße geil. Marius. Scheiße geil. Hast gepackt, kannst du gar nicht glauben. Boah, Mann. Scheiße geil, ja. Scheiße geil, ich dreh durch. 50.000 Euro, das Heads-Up, aber es ging ja auch noch richtig zur Sache. Jack High hat gereicht, King High hat gereicht. Was war denn das für ein Heads-Up, Mensch? War schwerer, als ich gedacht habe. Heads-Up war nicht so tight wie vorher. Hat mir schon das Leben ein bisschen schwer gemacht. Ich habe auch gar nichts getroffen, war nicht so leicht. Oh Mann, so geil. Sorry. Du hast gepackt. Geil. Guck mal hier, überall Kameras. Marius Pospisil, der neue Medienstar. Fotos jetzt noch nicht im Moment. Wir gehen mal kurz rüber zur Trophäe. Marius, wir gehen mal rüber. Du hast sie. Die goldene. Gestern haben wir noch drüber philosophiert. Und jetzt ist es deins. Alles deins. Das war echt. Nimm sie doch mal in die Hand. Gesagt. Ich habe gedacht, spinn nicht rum, aber jetzt. Aber jetzt ist es wirklich wahr geworden, Mensch. Das ist dein Turnier. Erster Final Table und du gewinnst ihn. Marius ja, Pospisil. Keine Worte. Ich bin platt, echt. So, nimm dir doch mal den Pokal. Komm, nimm doch einfach mal rüber. Nimm das. Gleich, machen wir gleich mal. Ja. Da ist man aber jetzt noch so korrekt. Der Herr Lamatsch. Mensch, der Junge freut sich. Es ist. Ich habe echt keine Worte. Es ist geil. Vor allem, ich meine, 70-30 als König gegen als Bube. Mache ich ja jeden Tag. Am Dauerhand hat man das. Aber halt nicht für einen Turniersieg. War schon geil, ja. Jetzt geht's, Menschenskinder, jetzt wird man dich wahrscheinlich überall sehen. Bahamas ist klar. Und jetzt läuft das auch mit dem Speedboot von Miami direkt rüber nach Nassau wahrscheinlich. Ja, wenn du dabei wärst, wäre das so. Aber ich habe ja gehört, du weißt noch nicht genau.
man kann umbuchen alles jetzt für 50.000. Oder was geil ist, ich krieg auch ein Prozentchen. Du hast auch mich glücklich gemacht, ne? Ja, freut mich, dass du dich freust. Marius, ich weiß, sonst redest du viel mehr. Jetzt, der weiß gar nicht, was zu sagen ist. Wir gehen mal zum Freunden. Marius. Menschenskinder. Und wer hat's vorausgesagt? So, Freunde, Jonas Lauk. Was ist mit mir los? Statement zum Sieg von Marius Pospich. Ja, freut mich natürlich für ihn. Philipp, mein Lieber. Verdient gewonnen. Ich bin super happy. Auch wenn ich keinen Glücksprozent hatte. Und hier, Elvis Presley. Markus Prinz. Ja, also für mich stand fest, der gewinnt das heute. War kein Thema. Ja, Leute. Ein bisschen Bammel gehabt. Ich habe gesehen, er hat ein bisschen passiv gespielt so. Aber dann ist ja alles gut gegangen. Marius Pospich. Es war doch ein Wahnsinn. Unser heutiger Experte Dominik Nietzsche, auch wenn er in der finalen Hand nicht viel kommentieren wollte, ist trotzdem noch da. Was soll ich denn dazu sagen, Jens? War ganz schön. Ja. Was sagst du zum gelaufenen Heads-Up hier? Ja, freut mich für Marius. Ne? Ihm habe ich es gegönnt und er hat gut gespielt. Also freue ich mich, dass er gewonnen hat. Nein, ja, er hat halt klar besser gespielt. Ist ein anderes Gefühl zu railen, als selber am Final Table zu sitzen, ne? Ist langweiliger. Aber ich habe es jetzt auch mal gemacht. Es macht doch auch noch viel Spaß. Wow. Ja. Weil man freut sich halt für Marius, ne? Natürlich, ich sowieso. Und da haben wir noch Jan Heidmann, guck mal. Guten Tag, ja. Ich bin auch noch hier. Wir sind zwar schon an Tag 2 gebastelt, aber ja gut, die Rollercoaster-Fahrt ist zu Ende gegangen. Ja. Top-Sieg, Marius. Alles gut gemacht. Und jetzt stürzen sich natürlich die ganzen Medienleute auf unseren Marius Pospich aus Trier. Und ich würde sagen, ich glaube mal, das Speedboat von Miami nach Atlantis, nein, wir starten schon in Deutschland, in Kiel. Ja, ich meine, es sind 50.000 Euro. Da kann man richtig Gas geben, Marius Pospich. Ich freue mich und wir sind gleich wieder da. Ja, er hat's gemacht, Marius Pospich. Ich drehe am Rad. Das ist unglaublich, oder? Hättest du das ihm noch zugetraut, als du ihn das erste Mal kennengelernt hast, dieses Jahr auf den Bahamas? Natürlich. Ja, klar, Marius ist ein super Spieler, super Typ und ich habe es ihm immer gegönnt. Und es freut mich einfach wahnsinnig für ihn, dass er das jetzt endlich geschippt hat. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Wie hast du dich damals gefühlt? Wahrscheinlich ein bisschen besser, glaube ich. Es ging halt um ein bisschen mehr. Aber ansonsten, ein Turniergewinn ist halt immer ein einmaliges Gefühl. Ist egal, um wie viel es da eigentlich geht. Und der Titel ist halt was richtig Schönes. Snowfest Champion. Ja? Er kann sich als Snowfest Champion bezeichnen momentan. Ja, 50.000 Euro gibt es dafür. Ich bin gespannt, ob er deine Party toppen kann heute Abend. Das werde ich bezweifeln. Da gibt es überhaupt keine Chance, dass er das schafft. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Location hier, seien wir ehrlich. Ja, ist so. Jetzt geht's weiter. Nächstes Jahr, neues Jahr. Wir haben heute, die Welt ist nicht untergegangen, Dominik. Ja. Was machen wir jetzt? Ist das schön für dich? Ja, ich mag mein Leben eigentlich. Super. Nein, ganz im Ernst. Es geht bald wieder auf die Bahamas. Da freue ich mich schon drauf. Dann, Du hast also schon wieder komplett den Terminkalender ausgefüllt für nächstes Jahr. Ich habe den kompletten Terminkalender voll, ja. Bis Vegas habe ich schon quasi alles vorgeplant. Aber dieses Jahr habe ich ja gehört, das erste Mal besinnlich Weihnachten zu Hause, das Turnier im Libanon fällt ja aus. Frechheit. Weiß ich auch gar nicht, was das soll. Ich wollte es unbedingt spielen, ich habe es abgesagt. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich bin ein paar Tage bei der Familie und das ist auch mal ganz schön, ja. Auch mal ganz schön, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf zu Hause. Wir wünschen euch natürlich auch ein frohes Fest. Ja, frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013. Dann sind wir wieder da mit diesem Herrn, mit Marius Pospich und so weiter, den ganz großen Stars auf den Bahamas ab dem 7. Januar zu einer neuen Folge von Poker Today. Und ihr wisst ja, mit den Haien schwimmen. Wir haben eine Wette am Laufen. Ja, läuft. Das läuft. Einschalten, mit dabei sein. Guten Rutsch, macht das Beste draus. Bis ins nächste Jahr. Ciao. Ciao. Jingle bell, that's the jingle bell.